Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Heute ist der 15. Juli 2022 und ich schneide die Hecke und sammle Mulchmaterial. Eigentlich ist es eine total anstrengende und langweilige Angelegenheit, aber ich brauche irgendeine Biomasse für meine Beete. Der Boden bleibt nicht unbedeckt und mit 30 cm Mulchen brauche ich ganz, ganz viel Biomasse. Meine kleinen Helfer, die Kompostwürmer, die haben nämlich sehr, sehr viel Hunger. Im Frühjahr bringe ich die Kompostwürmer direkt auf die Beete mit dem verrotteten Kompost. Und natürlich brauchen die auch Schutz vor der Wärme. Die brauchen ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Mit dem Mulchen erreiche ich, dass die Würmer sich sehr wohl fühlen auf den Beeten. Und hier mulche ich nochmal mit dem, was ich gerade geschnitten habe, mein Bohnenzelt. Die Bohnen sind sehr gut gewachsen, haben sich toll entwickelt, ranken langsam. Und das ist schon zweite Mulchreihe. Letzte Woche habe ich Rasenschnitt ausgelegt. Man kann ziemlich alles verwenden, was so Biomasse im Garten anfällt. Auf diesem Stück war eigentlich auch der Rasen sehr, sehr trocken und es ist so die letzten 6 Jahre nichts gewachsen. Also der Rasen ist auch wirklich jetzt nach ein paar Tagen Trockenheit vergilbt und nicht mehr schön. Also ohne Mulchen wird auch hier nichts wachsen, da es eine Erhöhung ist. Und fürs Haus eine als natürliche Drainage dient. Die Stangenbohnen ranken jetzt endlich mal. Das hat sehr, sehr lang gedauert. Ich konnte nicht mehr abwarten. Die kleinen Knospen, Blütenknospen sind schon da. Die Variegate Kapuzinerkresse. Sie habe ich tatsächlich schon mal paar Mal beerntet. Die Tomaten, die Cherry-Tomaten, die tragen jetzt die ersten Früchte, werden sehr klein bleiben. Die Plänzchen sind auch niedrig und kompakt. Das mag ich ganz gerne. Hier ist nochmal die Blüte und die erste Frucht. Ganz kleine. Die Kombination Stangenbohnen und die Kürbisse, die hat sich bewährt, auch im Jahr, in den Jahren davor. Die Butternut-Kürbisse entwickeln sich auch ganz gut. Die werde ich nach oben ranken lassen. Die Methode mit dem Mulchen hat sich über die Jahre wirklich bewährt. Ohne zu mulchen würde hier auf diesem Stück nichts mehr wachsen, da es eine natürliche Drainage fürs Haus ist und unter der Erde eine große Schicht Schotter sich befindet. Außerdem spare ich somit Wasser. Wir haben zwar auf dem Grundstück 2 Wassertonnen, aber fürs Bohnenzelt verwende ich jetzt kein Wasser speziell. Somit Mulchen ersetzt auch Gießen. Wenn es dann mal regnet, dann wird komplett die ganze Feuchtigkeit in der Mulchschicht gespeichert. Rechts vom Bohnenzelt ist mein erstes
Permakulturbeet. Da wachsen jetzt Kräuter und auch zum Beispiel so eine Mangoldpflanze, die sich aussamt, Kürbisse, Tagetes, Ringelblumen und auch ein Zwetschgenbaum. Ich bin sehr, sehr überrascht, wie schnell in 3 Jahren der Baum gewachsen ist. Ist noch sehr jung, trägt auch keine Früchte noch. Mein alter Standort für die Bohnen und die Kürbisse ist zum Vergleich auch geblieben, und damit die Ernte auch gesichert bleibt, entwickelt sich auch ganz gut. Es ist genau die gleiche Kombination Bohnen, Kürbisse, Tomaten. Hier wachsen in der unteren Schicht verschiedene Kräuter, wie zum Beispiel die Vogelmiere, Tagetes, Franzosenkraut, Zitronenmelisse. Also hier ist eine große Vielfalt, und ganz, ganz unten ist mein Schwarzwurzel. Das ist die Ernte vom nächsten Jahr. Die Chili-Pflanzen habe ich schon im Januar ausgesät. Da habe ich mit der Wurmfarm experimentiert. Die waren dann erstmal sehr klein und haben sich bis jetzt ganz gut entwickelt. Das ist der Portulak aus Griechenland. Ich habe vor ein paar Jahren in Griechenland ein paar Pflanzen am Strand gefunden. Die haben Samenkapseln gehabt. Die habe ich natürlich mitgenommen. Jetzt wächst er bei uns. Es sind sehr viele Gemüsearten, so circa 20 Stück, die hier wachsen. Tomaten und Basilikum, der schöne Mangold und die Chili-Pflanzen vom Winter, der Kürbis, die Stangenbohnen und auch hier ist der Weg in der Mitte gemulcht. Die Zucchini-Pflanze habe ich dieses Jahr von einer Kollegin geschenkt bekommen. Die Pfefferminze beernte ich jeden Tag für meinen Tee und freue mich, dass mein Experiment weitergeht. Das ist meine Ernte von heute, die Samen von Lefkoin, Salat und Kräuter für Tee und ein paar Eindrücke aus unserem Garten. Ich verabschiede mich für heute und bis zum nächsten Mal.